Ja, meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz-Matuszewski auf dem kleinen Zweitkanal Robert Götz-Matuszewski Premiere. Und Freunde, hier, das ist wirklich eine Premiere. Ich bin der Zweite, also der Zweite, leider nicht der Erste, aber ist egal, man muss auch zurückstehen können. Ich bin der Zweite, der euch verkünden kann, wer die nächste Wahl in den USA gewonnen hat. Und das, bereits knapp 6 Tage, bevor es soweit ist, Freunde. Ja, wir sind ja hier unserer Zeit voraus. Bei den Amerikanern ist jetzt noch Nacht, aber ist egal. Am 5. November ist ja in den USA Wahl und am 6. November nachts irgendwann steht dann fest, wer gewonnen hat. Aber ihr seid hier in der ersten Reihe bei Robert Götz-Matuszewski, dem Facility Manager vom Deutschen Bundestag. Jetzt mache ich spannend. Ich habe schon die Wahlergebnisse. Ja, und ich bin der Zweite, der es verkündet. Ja, ich bin der Zweite. Jetzt kommt's. Aber bevor die Wahlergebnisse, ich erzähle keinen Mucks, ich sage euch die Wahlergebnisse. Dieses Video könnt ihr danach teilen, einen Daumen hoch geben und vor allen Dingen den Kanal abonnieren, ja. So, aber vorher möchte ich euch sagen, wer ich hier bin. Ich bin hier der Facility Manager, ich bin linksstaatlich und zivilcourage. Ich bin auf dem linken Weg und ich unterstütze die Nichtrechten von der Regierung, also die Unrechten. So, und ich bin gegen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner, wie zum Beispiel Donald Trump oder Fizzo oder Putin oder Assad oder Orban oder eben Trump. So, oder die AfD. So, und jetzt geht's los. ABC, Wahrheitsmanufaktur. ABC, das ist ja amerikanisches Premium-Fernsehen der Qualitätsklasse. ABC hat ein Autorennen übertragen, live wurde übertragen, ja. Ist wirklich wahr. Am 30. gestern haben, ja Freunde, ich erzähle keinen Murks. Könnt ihr bitte auf Telegram nachsehen, da habe ich den Beweis gepostet. Kommt auch auf Telegram, da seht ihr, bei Telegram, wenn ihr da wärt, wüsstet ihr schon, was ich jetzt sage. Weil ich es auf Telegram ja schon gepostet habe heute früh morgens. Ja, als Erster. Da war ich der Erste. Schaut es euch auf Telegram an, Link hier drunter. Also, ABC hat ein Autorennen übertragen und unten dann eingeblendet am 30. Oktober 2024 die Wahlergebnisse vom 5. November 2024. Ja, also mal schnell knapp eine Woche vorher. Wollt ihr wissen, wie es ausgeht? Ja? Ja? Das ist wirklich wahr. Kamala Harris, 52%. Donald Trump 47%. Freunde, kann so einfach sein. 52% Kamala Harris. Müssen wir uns doch keine Sorgen machen, oder? 47% Donald Trump. 1% fehlt. Was ist das wahrscheinlich? Die, keine Ahnung. Gibt es da noch eine andere Partei? Ist egal. Ist wirklich wahr. Ist eingeblendet worden. Ich hatte keinen Murks. Also, Kamala Harris hat gewonnen. Ihr müsst jetzt gar nicht mehr wählen gehen, wenn ihr in Amerika seid. Ja, könnt ihr euch sparen. Kamala Harris hat gewonnen. Ist das schön, Freunde? Denkt mal drüber nach, was ich euch gerade sage. Ja, denkt mal nach, nachdenken, ja. Meine Zuschauer können das ja, aber manchmal verirren sich auch irgendwelche anderen hier. Ja, ist kein Mucks, ich erzähle keinen Mucks, Freunde. Es läuft im besten Amerika aller Zeiten, genauso läuft es auch bei uns. Juhu, freue ich mich, ja. Wenn euch diese Nachricht gerade krank macht oder ihr aus anderen Gründen nicht gut drauf seid, werdet schnell wieder gesund, wir brauchen euch. Und gerade jetzt müssen wir zusammenhalten, optimistisch bleiben, standhaft bleiben und Tatkraft zeigen. So, Tatkraft habe ich gezeigt. Ich habe heute schon Telegram gemacht, Getter gemacht, dieses Video gemacht. Jetzt kommt YouTube, dann kommt YouTube, dann kommt TikTok. TikTok, ja, ich bin überall aktiv, ja. Und wenn ihr meine Arbeit wertschätzt von Herzen, danke für eure klitzekleine oder große Unterstützung. Danke für die Mühe, aber ich mache mir ja auch die Mühe. PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke von Herzen. Es hilft und motiviert. Und ansonsten gibt es hier unten drunter in der Videobeschreibung auch der Link zu den Büchern zu senden. Da gibt es nämlich schöne Bücher. Ein tolles Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk oder Geschenk für eure Kinder. Mal reinlesen, ja. Leseproben auf www.claudiusfarbig.de. Da ist hier dieser Buchautor. Ja, ich mache gerne Werbung für den, damit ihr mal wisst, wie diese rechtsstaatlichen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner so ticken. Ja. Freunde, meine Truppe grüßt. Meine Frau Martina grüßt. Und wichtigste Botschaft auch heute gilt am Donnerstag. Ich, Robert Götz-Matuszewski, ich hab euch lieb. Freunde, 52%, juhu! Freut euch schon mal auf die Einberufungsbescheide. Ja, auf in den Dritten Weltkrieg. Kamala Harris hat gewonnen, ich freue mich. Ihr auch, oder? Ja, ist das super.